Bayern! So. Nur um die Machtverhältnisse in dem Laden hier mal wieder ein bisschen gerade zu rücken. Es ist wichtig in einer Zeit, wo sich alles so verschiebt, wo man nicht mehr weiß, wer ist für was zu. Heute darf das Wirtschaftsministerium verkünden, es gibt derzeit keinerlei Anlass und keinerlei Grund für Altersarmut. Ja, haben die gesagt in einer Studie, weil davon also nur gering qualifizierte Menschen mit Migrationshintergrund und Bürger in Ostdeutschland betroffen sind. Genauso gut hätte der Rösler auch sagen können, es gibt keine Altersarmut, die betrifft nur Ältere. Na, es ist alles dabei. Dabei ist er dafür gar nicht zuständig. Das ist doch Sache von der Leyen. Alles positioniert sich neu. Warum? Klar, es ist Wahlkampf. Und keiner weiß ja, wer mit wem im nächsten Jahr was kommt. Große Koalition, die Ampel, Schwarz-Gelb reicht nicht. Rot-Grün reicht auch nicht. Rot-Grün, geduldet von ganz Rot, darf nicht. Schwarz-Grün soll nicht. Warum? Hat Volker Kauder schön erklärt. Volker Kauder, der gesagt hat, was einem von den Grünen entgegenweht, ist oft nur der neue Mief spießiger Kleinbürgerlichkeit, sagt Volker Kauder. Hör mal, wenn ich den im Fernsehen sehe, in seinem grauen Anzug, da denke ich immer nur, der riecht gleich durch den Apparat. Die Grünen, ich habe mir nur gedacht, die Grünen sind die neuen Spießer. Was ist dann die CDU? Die neuen Autonomen? Der schwarze Block? Hä? Wobei, nein, kann nicht, weil autonom heißt ja selbstbestimmt und die Union ist alles. Aber nicht selbst. Wenn die FDP dann nächstes Jahr aus dem Bundestag fliegt, wird das dann die neue außerparlamentarische Opposition, die neue APO? Keine Ahnung. Aber wir werden es in der Apotheker-Umschau nachlesen können. Hey, Riesenaufreger, oder? Dass die Apothekerverbände einen Datenspion ins Gesundheitsministerium der FDP eingeschleust hatten. Aber wozu? Ich meine, die FDP ist doch der Blinddarm der Apothekenlobby, der Wurmfortsatz der Pharmaindustrie. Was hätten die dort ausspionieren wollen? Gesetze? Die haben sie ihrem liberalen Wirtstier doch vorher ohnehin schon in den Block diktiert. Nein, wahrscheinlich wollten die nur die Geburtstage der Mitarbeiter wissen, um sich hier und da ein bisschen erkenntlich zu... Nein, alle wollen was Neues jetzt, wenn es im Wahljahr... Die Union zum Beispiel ist ja, weil eine Großstadt nach der anderen wegkracht und da hat die Kanzlerin eine Offensive gestartet. Sie will die Städte zurückgewinnen. Die Union will sich als moderne Großstadtpartei mit Sinn für das urbane Lebensgefühl im Einklang mit homosexuell alleinerziehenden Müttern, mit ökologischem Gewissen, mit Anspruch auf vollen Mindestlohn bei bezahlbaren Bioprodukten in einem globalisierten Umfeld neu definieren, ohne sich mit der Landbevölkerung, den ewig gestrigen Stammwellen der konservativen Burschenschaft, der Jungen Union und den katholischen Namensgebern der traditionellen Ausländerfeindlichkeit und ihrer fünften Kolonne, den besitzstandswahrenden Bestandsrentnern und der allem skeptisch gegenüberstehenden Großindustrie gänzlich zu verderben. Mei, das wird ein Spagat. Das wird ein Spagat. Das kriegt... Das kriegt nur eine hin. Jawohl, und das bin ich. Na, die neue, junge, moderne Union mit Leuten wie Philipp Missfelder, der Prototyp des kauderschen Antispießers. Philipp Missfelder, ein Titan des Fortschritts. Missfelder steht wie kein anderer für das neue, urbane, mediterrane Lebensgefühl der Union. Missfelder ist gerade mal 30, trägt die Frisur von seinem Großvater auf und Anzüge, in denen die Mottenkugeln den preußischen Präsentiermarsch tanzen. Und der ist... Gegen den ist Heiner Geißler ein junger Revoluzzer. Ne? Aber der Missfelder... Aber...
Michel hat auch klar gemacht, wo es lang geht. Er hat gesagt, wir kommen lieber wieder im Hochstift Paderborn von 50% auf 70%, als am Prenzlauer Berg 4 statt 3 zu holen. Ja, nur mit der Landbevölkerung wird es klappen. Landwähler wollen Merkel-Bauer, sucht Frauen, ne, wo hoch? Wo hoch die Kanzel und niedrig der Verstand. Ja. So könnte es klappen. Da scheißen die auch auf die verlorenen Großstädte. Nicht neulich, als letzte wird mal Karlsruhe auch noch gefallen. Am schönsten fand ich die Begründung für das Desaster der CDU, die geringe Wahlbeteiligung, weil das Wetter war so schlecht. Der plötzliche Wintereinbruch hat dafür gesorgt, dass sich viele Rentner nicht auf die Straße getraut haben. Ich wünsche mir für den 22. September 2013 Blitzeis, Schneebruch und einen Blizzard, der sich gewaschen hat. Ja. Nennen Sie mal, wir sind ja beide eher selten einer Meinung, aber bei dem Blitzeis, also das sage ich Ihnen, das wünsche ich mir auch. Oh, ja. Mein Bruder im Geiste. Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Ich wünsche mir vor allem in Italien nächstes Jahr 365 Tage Blitzeis, Überschwemmung, Vulkanausbruch, alles nur, damit der nicht zurückkommt. Allein dieser Berlusconi, die Vorstellung, dass der zurückkehrt, man könnte gerade kotzen, du. Bitte, Sie haben ja 3 Stück zur Auswahl. Ja. Nein, aber was das Wahljahr angeht, da können wir uns nicht alleine auf das Wetter verlassen. Also da müssen wir selbst auch schon ein bisschen, wir werden das Wahljahr in der Anstalt, werden wir zur Chefsache machen. Nein, bitte machen Sie das nicht zur Chefsache, bloß nicht. Denken Sie an Ihren ärmlich misslungenen Weihnachtsmarkt, ja? Wirklich nicht. Das war der Mannsheimer. Nein, hören Sie, es gibt nächstes Jahr genug Themen, die Sie mal zur Chefsache erklären können. Stuttgart 21, machen Sie das zur Chefsache. Ach was, das scheitert auch ohne mich. Meinen Sie? Ja, natürlich erst nach der Wahl, ist ja logisch. Dann kommt der Grube die Flasche und sagt, Jungs, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Lasst den Krempel einfach liegen. Da soll sich der Kretschmann drum kümmern. Ja. Da lacht der Juchtenkäfer. Aber dafür werden andere Sachen fertig nächstes Jahr. Wissen Sie, was geplant ist? Oktober 2013, Fertigstellung des Berliner Großflughafens. Apropos Witzli. Ich habe noch einen. Jetzt wird's ernst nächstes Jahr. Gesetzlicher Anspruch auf Kita-Plätze. Ja, scheiße, fehlen aber noch 220.000 Plätze. Ja, auf dem Flughafengelände ist dann ja viel Platz. Das wird, das wird Deutschlands größter mobiler Laufstall. Kleines Kiddie-Outlet. Es ist, wo du hin kannst. Kein Plan, kein Verstand, nirgends. Deswegen lassen Sie uns fürs nächste Jahr auf schöne Themen konzentrieren. Und okay. Zum Beispiel, wissen Sie, was nächstes Jahr das Reptil des Jahres 2013 ist? Hä? Die Schlingnatter. Ja. Nein. Sagen Sie es nicht. Oh doch. Sagen Sie es nicht. Hat ganz Europa im Würgegriff. Nein, Reol, Sie haben heute genug herumgemerkelt. Ja? Nein. Wir wollen jetzt mal übers nächste Jahr, wir haben nächstes Jahr schöne Sachen, schöne Jubiläen, zum Beispiel 100. Geburtstag von Willy Brandt. Heute ist ein 99. Heute auf dem Tag wäre 99. Und was haben wir nächstes Jahr noch an Jubiläum? Ja, 25. Todestag vom DAX, Deutscher Aktienindex. Was? Todestag, ja. Nein, Entschuldigung, Geburtstag. Nicht Todestag vom DAX, das wäre ja zu schön. Nein, ja, aber bei Todesfeiern sind die SPD feiert nächstes Jahr auch. Ja. Ja. Wird 150 wie Opel in diesem Jahr. Ja, ist ja auch. Ist ja auch genauso fit wie Opel. Ja, komm, Leute. Und jetzt bitte, lassen wir doch. Gönnen wir den Auslaufmodellen wenigstens noch eine kleine Feierstunde. Ja, ich gönne der SPD jede Party, aber dann kommt die Nahles und spricht und dann ist es automatisch eine Trauerfeier. So, die gute Nachricht. Es kann losgehen. Der Laster ist da. Welcher Laster? Vom Tierheim. Wieso Tierheim? Der Laster vom Tierheim, mit den Katzen. Hä? Hier, in Ihrer To-Do-Liste steht 60 Katzen für die lebende Krippe. Malmsheimer, da steht Kerzen. Ich hatte Kerzen bestellt. Da habe ich wohl, da sollte ich. Sie haben aber auch eine Sauklaue, das muss man also sagen. Wirklich, das ist, was? Malmsheimer, bevor noch mehr schief geht, gehen wir jetzt diese To-Do-Liste noch mal in aller Ruhe durch. Nein. Für Punkt. Das Triol, das gehen wir garantiert nicht. Wieso gehen wir das garantiert nicht? Ja, dann schauen Sie mal auf die Uhr. Die Uhr ist Chefsache. Ja. Oh!
Das war Neustadt Stammstand, meine Damen und Herren. Heute mit unserem fröhlich nadelnden Lichtbaumkugel der Neusheimer, Nico Sensroth, Michael Hatzius und Reinhard Grebe. Die Amstadt hat für Sie wieder eröffnet im neuen Jahr am 22. Januar, direkt nach der Niedersachsenwahl mit dem Ende von Fitzi Rösler. Wie immer Dienstag, 22.15 Uhr, live, direkt nach dem Heuchelall.